Hallo liebe Freunde des Rechts, auf Twitter trendet mal wieder der Hashtag Schiffmann. Und das liegt daran, weil ein User einen Tweet abgesetzt hat, in dem er behauptet, er habe bei PayPal herausgefunden, dass der Moneypool mit seinen knapp 700.000 Euro freigegeben worden sein soll. Das Geld sei an Herrn Schiffmann auf sein Privatkonto überwiesen worden und der hat natürlich das jetzt eingesagt, ohne was darüber zu sagen oder gar das Geld an die Flutopfer weiterzuleiten. Entsprechend die Entrüstung auf Twitter, Spendenbetrug, alles Mögliche. Andererseits auf Telegram antwortet Herr Schiffmann, dass es gemein ist, so etwas zu behaupten, das stimmt alles nicht und im Übrigen sei die Bundesregierung schlimm, Tiere am Möben und so weiter und die Schimpftiraden gehen dort weiter. Herr Schiffmann ist froh, sogar wieder mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen zu haben. Aus juristischer Sicht können wir mal näher betrachten, was eigentlich passieren würde, wenn tatsächlich dieses Geld freigegeben würde und Herr Schiffmann es behalten will. Und die Überraschung an der Stelle, und jetzt müsst ihr alle sehr stark sein, ist, es kann sein, dass es egal ist, ob Herr Schiffmann das Geld an Flutopfer weiterleitet. Und ich persönlich würde sogar sagen, es ist mir egal, weil wir ein viel größeres Problem haben, nämlich den Umstand, dass man mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen, Falschnachrichten, und zwar solchen Falschnachrichten, die Menschen gefährden oder töten, Geld verdienen kann. Und das ist etwas, was wir grundsätzlich lösen sollten und nicht nur für einen Herrn Schiffmann. Zunächst mal die Rechtslage. Warum kann es sein, dass Herr Schiffmann mit dieser Spendenaktion davonkommt? Nun, zunächst einmal haben wir wohl keinen Betrug bisher, denn als Herr Schiffmann den Moneypool eröffnet hatte, mit dem vollmundigen Versprechen, dass 100% des Geldes bei den Opfern ankommen würde, da hat er in diesem Augenblick vermutlich nicht getäuscht. Er hatte nicht die Absicht, dass das Geld im Moneypool festfrieren würde und er hatte wahrscheinlich einfach nur nicht daran gedacht, dass es gar nicht möglich sein wird, ohne Geld zuzuschießen, 100% bei den Opfern ankommen zu lassen. Er hatte einfach gedacht, er könnte das besser als die Bundesregierung oder Hilfsorganisationen und der Beweis, dass das nicht stimmt, ist ja mittlerweile längst erbracht. Aber es kann sein, dass er in seiner damaligen Naivität nicht getäuscht hatte, also nicht die Absicht hatte, einen Irrtum zu erwecken. Jetzt werden andere Leute sagen, wie kann es denn sein, das Geld ist nicht angekommen, er hat gesagt, er würde es machen, dass das kein Betrug ist. Nun, der Betrug stellt nicht darauf an, ob jemand seine Versprechen einlöst, sondern der Betrug setzt an, ob jemand einen anderen täuscht, zu dem Zeitpunkt, wo er die Vermögensverfügung vornimmt. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen in den Moneypool eingezahlt haben, hatten sie eine Vorstellung. Wenn diese Vorstellung auf einer Täuschungshandlung beruhte, dann haben wir die Tatbestandsvoraussetzungen für einen Betrug. Da gibt es noch das Sonderproblem mit dem Vermögensschaden. Jura-Cracks können das jetzt noch weiter vertiefen, spielt aber für diesen Fall jetzt keine so große Rolle. In Betracht kommt allerdings der 266 StGB die Untreue, wenn man annehmen würde, dass die Spender in dem Vertrauen gehandelt haben, dass Herr Schiffmann dieses Geld vertrauensvoll verwalten würde. Und das ist eine Straftat, die vielleicht noch nicht jetzt verwirklicht wurde, sondern erst in dem Moment, wo Herr Schiffmann das Geld tatsächlich dann für den eigenen Gebrauch verwendet oder es einzahlt auf ein überzogenes Privatkonto. Das kann sein, muss aber nicht sein. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Wir regen uns auf. Vermutlich doch nicht deswegen, weil irgendwelche seiner Anhänger hier zu Schaden gekommen sind und Geld bezahlt haben, was eigentlich für was anderes gedacht haben. Leid tun kann es einem vielleicht für die Opfer im Ahrtal, aber die haben in der Zwischenzeit vielleicht auch schon Hilfen von staatlicher Stelle, von Hilfsorganisationen bekommen. Was mich allerdings wirklich stört, ist der Umstand, dass Spendenaktionen so lukrativ und dabei auch noch legal sind, sodass sie einen Anreiz bieten für Menschen, möglichst krude, möglichst aufsehenerregende Hassnachrichten oder Tatsachenbehauptungen zu verbreiten. Wir sehen jetzt im zweiten Jahr der Pandemie, dass es einige Anführer in dieser Bewegung gab, die einen hervorragenden Job dabei gemacht haben, die Menschen zu mobilisieren und dabei sich aber ganz besonders radikalisieren mussten, die angetrieben worden waren von dem Zuspruch ihrer Anhängerschaft und vor allem auch durch die Spendenbereitschaft. Und es ist schwer für einen Menschen, sich davon freizumachen, wenn er Zuspruch, aber vor allem Spendengelder in einer solchen Größenordnung bekommt, nicht weiterzumachen oder gar einen Irrtum einzusehen. Und da sehe ich eine Notwendigkeit für den Gesetzgeber aktiv zu werden. Denn die derzeitige Rechtslage sieht so aus, dass die Verbreitung von gefährlichen Falschinformationen nicht strafbar, sondern erlaubt ist. Und das ist total verrückt. Wir verbieten üble Nachrede, Verleumdung, also die Verbreitung von falschen Tatsachenbehauptungen, wenn sie einen Bezug zu Personen haben.
Es ist also nicht so, dass der Umgang mit Wahrheit oder falschen Lügen in der Justiz etwas Neues wäre. Das haben wir seit 1870 im Gesetz stehen, lange bevor es die Bundesrepublik gab. Die Fragestellungen können auch vor Gericht einigermaßen zuverlässig geklärt werden mit den üblichen Unwägbarkeiten. Insofern brauchen wir keine Angst davor haben, dass man sowas nicht aufklären kann. Wir haben aber einfach kein Gesetz dafür. Wir haben gesagt, wir schützen Personen, Persönlichkeitsrechte davor, dass sie verunglimpft werden. Aber die Gefährlichkeit von Falschinformationen, Desinformationen, zum Beispiel, wenn ich behaupte, gib deinem Kind Chlordioxidtropfen, selbst wenn es kotzt, ist es gut für das Kind. Solche Informationen sind zulässig. Und selbst Facebook, Twitter und YouTube haben erkannt, dass hier ein Handlungsbedarf besteht und in ihren Gemeinschaftsrichtlinien Regeln aufgestellt, die hinausgehen über das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Das heißt, soziale Netzwerke machen eigentlich den Job der Regulierung, der eigentlich vom Gesetzgeber kommen sollte. Und das kann nicht gut sein, denn der Gesetzgeber sollte sich da nicht zurücknehmen und sagen, na gut, lassen wir es die halt selbst erledigen. Das Netz macht es dann schon mit seinen Selbstregulierungen. Denn wenn wir es Facebook und Google selbst überlassen zu entscheiden, welche Informationen jetzt schädlich für eine Gemeinschaft sind oder nicht und es völlig aus der Hand geben, dann nehmen wir auch in Kauf, dass diese Regeln stärker danach ausgerichtet sind, was für das soziale Netzwerk gut ist und nicht für die Gesellschaft. Dass also einerseits zu viele Sachen gelöscht werden, andererseits andere Sachen stehen bleiben, die auch gefährlich sind. Und jetzt sagen viele Leute, ja, was kann doch nicht sein, dass ein Herr Erdogan darüber entscheidet oder ein Herr Orban, was Wahrheit ist und was schädlich ist für die öffentliche Sicherheit oder den Frieden, Tatbestandsmerkmale, die wir im Gesetz an vielen Stellen haben. Kann das sein? Nun, es passiert ohnehin schon. Also in der Türkei und in Ungarn braucht man sich nichts vormachen, dass dort natürlich eine staatliche Regulierung auch von Presse und sozialen Netzwerken stattfindet. Das bedeutet aber nicht, dass wir in Deutschland oder in der westlichen Demokratie es komplett den sozialen Netzwerken überlassen sollen. Und vor allem ist der Aspekt, dass man Geld verdienen kann mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen. Etwas, was sich leicht zum Beispiel über ein Wettbewerbsrecht regeln könnte. Wir müssen nicht alles regeln, aber spätestens an der Stelle, wo Leute deswegen falsche Informationen verbreiten, weil sie damit Aufsehen erreichen und damit mehr Spendengelder bekommen. Dort könnte man und sollte man tatsächlich ansetzen. In diesem Sinne, bleibt gesund.